Wir haben das Thema Leadership Training. Es soll darum gehen, hey, wie können wir bessere Führungskräfte werden? Und hatten letztes Mal, also das heißt im September, so den ersten Part und steigen jetzt heute in den zweiten Part ein. Allerdings sind die Samstage auch so, dass du jede einzelne Session verstehst, wenn du letztes Mal nicht da warst. Also hoffentlich. Ab und zu nehmen wir natürlich Bezug, aber du kommst sicherlich gut mit. Wir haben diesmal ein bisschen gnädiger umgestellt, das heißt, wir werden eher so 40, 45 Minuten machen, eine kurze Pause nochmal und dann eine große Pause und dann das Ganze nochmal, dass ihr nicht 90 Minuten eine Vorlesung habt. Wir haben gemerkt, der ein oder andere war das nicht gewohnt. Genau, deswegen also diesmal habt ihr ein bisschen mehr Luft zum Atmen zwischendurch, dass ihr das Ganze auch aufnehmen könnt. Beim Leadership Training ist nicht unser Anspruch, dass wir den gesamten Ratschluss Gottes über Leadership verkünden, sondern einfach ausgewählt ein paar Dinge, wo wir glauben, dass es einfach wichtig ist und vielleicht auch manchmal Dinge, die nicht unbedingt so die Standardpunkte sind, die man sowieso überliest, weil ich denke mal, viele von euch sind hier, haben sich mit Leadership auch schon beschäftigt, das heißt, ihr wisst eh schon eine Menge und da geht es nicht darum, alles zu wiederholen, was ihr schon wisst, sondern so ein paar neue Sachen auch zu machen. Ich werde jetzt heute Morgen anfangen, die ersten zwei kleinen Parts machen, oder die ersten zwei 40, 45 Minuten Parts machen. Ich werde einsteigen mit, dass wir über die Person des Leiters nachdenken, also über dich. Und dann in meinem zweiten Teil werde ich über Selbstführung sprechen. Genau. Und danach, nach der größeren Pause, tut der David über Delegieren und so weiter sehr, sehr praktisch. Leiter ausbilden, Multiplikation. Genau, ich freue mich richtig. Wir haben wie immer kein Skript, das heißt, schreibt mit. Leiter schreiben das auf, was ihnen wichtig ist und setzen es dann um. Leadership Training ist eigentlich fast der falsche Begriff auch, ne? Weil wir machen hier ein totales Seminarmodus und erzählen euch was. Ihr werdet nicht bessere Leiter, weil ihr hier sitzt. Aber ihr werdet bessere Leiter, wenn wir tun, was wir hier lernen. Also, und deswegen wäre wichtig, wir schreiben mit. Und weil wir alle Leiter sind oder werden wollen, übernehmen wir Verantwortung für diesen Tag und gehen zu zweit, zu dritt zusammen und beten noch für alles, was heute vor uns liegt, dass wir gut zuhören können und die da vorne rumstehen, dass sie was Anständiges sagen und Gott echt Dinge highlightet, die was bewegen in unserem Leben. Und wenn sich im Leben von einem Leiter was bewegt, heißt es immer, dass viele Menschen betroffen sind. Deswegen ist es gut, wenn da viel Frucht gebracht wird. Genau, einfach lass uns kurz zu zweit, zu dritt zusammengehen, beten für den Morgen und dann starte ich hier rein. Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist. Du bist der beste Leiter und wir wollen lernen von dir, wir wollen hören von dir und wir beten, dass du, wir wollen heute ja nicht nur Input haben, wir wollen heute eine Begegnung mit dir haben und beten, dass du uns zu, wie es in der Bibel heißt, zu Hirten machst nach deinem Herzen, die dein Volk weiden mit Erkenntnis und Verstand, Gott. Wir beten, dass wir heute lernen können, dass wir Verständnis kriegen, dass wir Skills kriegen, aber dass wir vor allem auch dein Herz bekommen für die Menschen, die wir führen und für dein Reich und das, was du tun möchtest. Amen. So, ihr dürft wieder platzen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über auch ein bisschen das Warum Leitung und was ist überhaupt Leitung und so weiter. Jetzt heute Morgen möchte ich sprechen über die Person des Leiters, also über dich. Und ich möchte darüber sprechen, weil ich glaube, dass dieses Zitat hier wahr ist. Ups. Was war das? Probieren wir nochmal. Okay. Okay. Dann gib mal Gas, Lukas. Ja. Genau, dieses Zitat wollte ich euch bringen. Ja. Paul C. Donders, ich weiß nicht, ob er der Erste ist, der das rausgefunden hat, aber auf jeden Fall sagt er das. Er sagt, mein Wesen macht 60% meines Einflusses als Leiter aus. 30% Einfluss habe ich durch die Art und Weise, wie ich Dinge tue und nur 10% durch das, was ich sage. Das ist etwas deprimierend. Weil man immer denkt als Leiter, man würde so viel prägen durch das, was man sagt. Also es ist nicht unwichtig, was man sagt, es ist nicht unwichtig, was auch gepredigt wird, was wir in Gesprächen führen. Aber letztlich ist das, was wir reden, ein ganz kleiner Teil von dem, was wir prägen. Also der Punkt ist, du tust viel mehr das prägen und multiplizieren und das,
entsteht um dich herum, wer du bist. Nicht so sehr, was du tust und sagst, sondern du als Person, du prägst am meisten. Das heißt, es ist extrem wichtig, wenn wir über Leiterschaft reden, nicht nur über Skills zu reden, nicht nur über, wie kommuniziere ich jetzt ein Feedback gut, wie gehe ich mit Kritik um und so, sondern dass wir darüber sprechen, wer bist du eigentlich, weil das, was du bist, wirst du in deinem Umfeld multiplizieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist man irgendwo in so Organisationen, wo es einen starken Leiter gibt, und dann rennen gefühlt überall so Mini-Leiter von dem rum. Die laufen dann so, die reden dann so, die betonen die Worte so, die beten genauso. Und das ist manchmal ein bisschen amüsant, aber das ist, was auch auf einer tieferen Ebene passiert, ist, dass wer du bist, das prägst du. Und deswegen, ich hoffe, das killt das jetzt nicht. Ja, nee, das ist nicht gut. Okay, ignoriert das. Deswegen beschäftigen wir uns damit, wer bist du als Leiter und wie kannst du in deiner Person, wie sollte ein Leiter ganzheitlich wachsen und aussehen, damit du was Gutes prägst? Und wir sind letztes Mal eingestiegen, da sind manche dann auch gleich wieder ausgestiegen, aber damit, dass ich über Organisation gesprochen habe. Ich habe gesagt, eigentlich wahrscheinlich jeder von uns leitet entweder eine christliche Organisation oder du leitest innerhalb einer Organisation. Also egal, ob das jetzt Gemeinde heißt, ob das ein Unternehmen ist, ob das irgendwie ein Bereich ist, in dem du arbeitest, wie die Ranger-Gruppe, wie ein Jugendding, was du machst oder irgendwie sowas ist es, oder bei mir im Gebetshaus. Jeder von uns leitet irgendwie einer christlichen, wahrscheinlich christlichen Organisation. Und ich habe gesagt, jede christliche Organisation hat so drei Aspekte, die eine christliche Organisation ausmacht. Das ist Wiederholung vom letzten Mal. Wisst ihr noch, was der obere Aspekt war? Gebetshäuser dürfen nichts sagen. Ja, der Tempel, genau. Jede christliche Organisation ist ein Tempel. Das heißt, in jeder christlichen Organisation versuchen wir Menschen einen Raum zu geben, dass sie Gott erleben, dass die Beziehung zu Gott wächst, dass wir gemeinschaftlich oder persönlich Gott erfahren und dass wir da drin wachsen. Und das ist, was eine christliche Organisation ausmacht. Es gibt einen Raum in der Gemeinde, das ist irgendwie offensichtlich. Im Gottesdienst gibt es Worship, es gibt Gebetszeiten zusammen und so weiter. In einem christlichen Unternehmen ist es vielleicht weniger offensichtlich, aber man versucht, einen Raum zu schaffen, dass Menschen Gottes Erfahrung hier machen können. Was war das hier links unten? Familie, genau. Jede christliche Organisation ist eine Familie oder auch ein Zuhause. Das heißt, ein Ort, wo Menschen Beziehungen leben, wo du Freundschaften aufbaust, wo du ankommen kannst und einfach sein darfst. Und dieser Aspekt ist ganz, ganz wichtig, natürlich auch innerhalb, ich rede meistens heute über Gemeinde, weil die meisten von uns sich in diesem Kontext gerade bewegen. Also ist ganz wichtig auch in einer Gemeinde, dass du einen Ort hast, du kommst an, du darfst sein, du findest Freundschaften, findest vielleicht auch ein Stück weit Mutter- und Vaterfiguren, die dich an die Hand nehmen. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt war, Armee, das wissen die da vorne, genau, eine Armee. Das heißt, jede christliche Organisation hat eigentlich, oder hoffentlich, das ist manchmal in christlichen Organisationen nicht so klar, aber eigentlich einen Auftrag, dafür gibt es uns und das wollen wir tun. Und das macht eine christliche Organisation aus und die meisten christlichen Organisationen haben eben auch ein bisschen Schlagseiten. Wenn du zum Beispiel ganz stark die Armee betonst, dann werden die Leute sagen, boah, es geht nur ums Tun, nur ums Mitarbeiten, nur ums Machen, ich muss hier nur leisten und ich habe gar keinen Ort, wo ich sein darf. Oder wenn nur der Tempel betont wird und es aber hier knatscht und dann wird einfach gesagt, ja, wenn du Probleme mit deinem Nachbarn hast, dann bete ein bisschen mehr. Das funktioniert nicht. Ja? Und Leute suchen auch mehr als nur einen Ort, wo sie irgendwie Gott tiefer erleben können, sondern sie suchen auch einen Ort, wo sie Beziehungen bauen können. Und eine gesunde christliche Organisation hat immer alle drei Sachen auf dem Schirm. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber das hat auch ganz viele Konflikte, die wir in der Gemeinde haben, rührt daher, dass wir versuchen, alle drei Aspekte, also die Dreieinigkeit einer christlichen Organisation zusammenzuhalten, weil wir hier alle gleich sind, im Tempel, wir sind alles Kinder Gottes, wir haben alle den gleichen Zugang, wir haben alle den Heiligen Geist, da gibt es keine Unterschiede. Hier sind wir nicht alle gleich, sondern du hast Leute, die magst du mehr, Leute magst du weniger, manche kennst du mehr, manche weniger. Dann hast du wirkliche Familien innerhalb von der Gemeinde, das ist auch immer eine spannende Sache, was da an Prägung mit reinkommt. Das heißt, hier merkt man schon, da gibt es Sympathie, Antipathie, da gibt es manchmal ein bisschen Konflikte, weil da Leute was zu sagen haben, die so als Cheflobbyisten da rumrennen, nur weil sie eine gute Beziehung zu dem Leiter haben oder weil sie verwandt sind oder so. Das hat manchmal ein bisschen haarige Sachen. Und auch hier gibt es dann Herausforderungen, weil hier sind wir nicht alle gleich in der Armee. Wenn wir was erreichen wollen als Kirche,
dann müssen wir Strukturen haben, dann muss es Leitung geben, dann muss es klar sein, wer ist für was verantwortlich und dann sind wir plötzlich nicht mehr alle gleich. Wenn du derjenige bist, der hier irgendwie Multimedia macht, dann bist du dafür verantwortlich, du kannst nicht plötzlich nach vorne gehen, das Mikro nehmen und anfangen hier irgendwas zu machen, sondern das wäre eine Kompetenzüberschreitung. Ja? Und das ist uns meistens auch klar, aber da rühren manchmal viele Konflikte her. Und meine Frage jetzt heute Morgen ist, wie muss eine christliche Führungskraft, wie musst du aussehen, wie musst du leiten, wenn du innerhalb so einer Organisation leitest oder noch mehr, wenn du so eine Organisation hauptverantwortlich leitest? Also wie muss eine christliche Führungskraft aussehen? Und das will ich ein bisschen anschauen. Wenn wir einen Tempel leiten, wenn wir eine Familie leiten und eine Armee leiten, wie müssen wir dann leiten? Wir müssen erstens hier oben, wir müssen selber Menschen sein, die eine tiefe Gottesbeziehung haben. Also ein Leiter, der nicht selber verliebt ist in Jesus, sollte nicht andere Menschen leiten. Die einzige Qualifikation von Petrus war, hast du mich lieb? Als er mehrfach Ja gesagt hat, hat er gesagt, okay, dann weide meine Schafe. Also die Voraussetzung, andere Menschen zu leiten und einen Ort zu schaffen, wo Menschen Gott nahe kommen, ist, dass du selber jemand bist, der Gott nahe ist, der Gott liebt, der in einer innigen Gottesbeziehung lebt und eben eine gesunde Spiritualität lebst. Ich nenne das gerne geisterfüllt leiten. Du kannst auch weniger charismatische Ausdrücke nehmen, das ist egal. Der Punkt ist, dass du aus einer Gottesbeziehung heraus leitest. Wenn wir eine Familie leiten, wenn es um Beziehung geht und Zwischenmenschliches, dann ist extrem wichtig, dass wir Menschen sind, die Sozialkompetenz haben. Menschen sind, die eine Empathie haben für andere Leute, die gelernt haben zuzuhören. Dass wir Menschen sind, die wissen, wie man mit Konflikten umgeht, dass wir Kritik annehmen können, dass wir Feedback geben können, dass wir selber emotional gesund sind. Das ist das Wort, was wir im Gebetshaus hier gerne verwenden. Emotional gesund. Das kommt von Peter Scassero, der gebraucht es viel. Emotional gesund leiten. Das heißt, dass du jemand bist, der dich selber gut kennt, also eine gesunde Selbstwahrnehmung. Ich bin jetzt seit 11 Jahren mit Jesus unterwegs und seit 11 Jahren auch irgendwie immer in Leitung und ich habe eines festgestellt, der Mensch hat eine unendliche Kapazität der Selbsttäuschung. Also es ist unfassbar, wie gut wir uns selber täuschen können über wie wir sind. Deswegen ist es ganz gut, wenn du ab und zu mal checkst, wie ist eigentlich meine Selbstwahrnehmung und nehme ich andere auch so wahr. Weil wenn das weit auseinandergelaufen, dann ist irgendwas falsch. Und Leiter, die eine schlechte Selbstwahrnehmung haben, das wird sehr zu Komplikationen führen. Also wir gehen in jeden Punkt tiefer rein, ich zeige es nur kurz auf. Und der dritte Punkt hier ist, wenn wir eine Armee leiten, dann müssen wir einfach qualifiziert sein, wie man führt. Wir müssen quasi fachlich kompetent sein. Ich nenne das gerne mit Fredmund Malik, nenne ich das gerne, ich muss lernen, wirksam zu leiten. Ich liebe dieses Wort. Wirksam leiten, also so zu leiten, dass am Ende was rauskommt. Und auch hier haben die allermeisten Führungskräfte, also egal ob du jetzt Small Group Leiter bist oder Hauskreisleiter bist, wenn du irgendein Team leitest, wenn du im Gebetshaus was leitest, wenn du in einer Ranger-Gruppe was leitest, wenn du eine Jugendgruppe leitest, wenn du, keine Ahnung, in deinem beruflichen Umfeld was leitest. Die meisten von uns haben auch hier Schlagseiten. Und wenn du jetzt Leiter hast, die zum Beispiel gut mit Gott unterwegs sind, und die sind auch so grundsätzlich emotional gesund. Das heißt, wir schauen uns genauer noch an, was das heißt. Aber sie wissen, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man mit sich selber umgeht, Selbstfürsorge und so weiter. Aber die sind nicht geschult, wie führe ich eigentlich, wie baue ich Teams auf, wie delegiere ich, wie schaffe ich gesunde Strukturen und so weiter. Dann wird dieser Leiter nicht viel Frucht bringen können. Weil sein Problem ist, hier hakt's. Und das hat man oft in christlichen Kreisen, dass wir tolle Leute sind, die ganz nett sind, mit denen auch gut auskommt und dass wir irgendwie auch gut mit Gott unterwegs sind, aber dass wir nie gelernt haben, wie leite ich eigentlich? Also wie leite ich ein gutes Meeting? Ich finde nichts, also fast nichts so schlimm wie manche christliche Meetings. Also es ist unfassbar. Ich
also wenn ich ein Meeting leite, ich erlaube nicht, dass das so ein schlimmes Meeting wird, wo man nicht weiß, wann es endet, wo irgendwie gar kein Plan ist, um was geht's heute. Es ist so schrecklich, wie Meetings in christlichen Kreisen geleitet werden. Und wir verbraten, wenn da zehn Leute in einem Meeting, ist sowieso schon der erste Fehler, aber da sitzen dann 10 Leute, die kommen dann nach der Arbeit 19 Uhr zusammen und sitzen da bis 22 Uhr, 22.30 Uhr. Das heißt, wir verbraten einfach mal 30 Stunden Ehrenamt, dass sie da zusammen sitzen und zum Schluss ein paar Punkte haben, die sie vertagt haben aufs nächste Mal. Das geht nicht. Und das sind vielleicht Leute, die sind toll mit Gott unterwegs und das ist auch eine gute geistige Gemeinschaft und die mögen sich auch alle, aber da kommt nichts bei rum, weil sie nicht gelernt haben, wie mache ich das. Es gibt auch andere Kombinationen. Es gibt Leute, die zum Beispiel hier ganz stark sind. Also die wissen super, wie man leitet, haben vielleicht auch irgendwie, managementmäßig irgendwas studiert, kommen aus dem Unternehmen, die wissen genau, wie man führt. Aber wenn Charakter fehlt, wenn wie gehe ich mit Menschen um fehlt oder wenn sie nicht gut mit Gott unterwegs sind, dann wirst du schnell merken, dass es ziemlich klinisch wird in der Gemeinde. Dass es gut, straff durchgeht und super organisiert, aber da fehlt Herz und da fehlt Geist. Und das ist auch eine schlechte Kombination. Was auch eine üble Kombination ist, und das gibt es leider auch sehr häufig, ist, wenn dieser Bereich schwach ist. Als ich angefangen habe zu leiten, hatte ich davon absolut gar keine Ahnung. Hier war ich halt 16, ja, wie es halt so ist. Und das war das Einzige, was wir auf dem Schirm hatten. Also meine Theologie war quasi, wenn du genug betest und machst, was in der Bibel steht, läuft's. Es lief auch, wir hatten eine sehr erweckliche Gruppe, aber es gab viel Kollateralschaden. Und es waren Menschen, die verletzt wurden. Es gab Leute, die überfordert waren. Es gab ganz viel Ungesundes, weil ich ungesund geleitet habe. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, oh, wir brauchen mehr Familie, wir brauchen mehr Gemeinschaft untereinander. Und das Einzige, was wir organisiert haben, ist noch ein Gebetsabend mehr. Und es gibt, und du kannst die ein Problem in einem Bereich nicht lösen, indem du einen anderen Bereich stärker machst. Wenn deine Gruppe keine Vision hat, kein auftragsorientiertes Ding ist, wo Leute Zug haben, wo eine klare Struktur ist, wo jeder weiß, was er zu tun hat, du löst es nicht, indem du einen Fasten- und Gebetstag machst. Sondern du musst gucken, wie kriege ich den Bereich auf die Kette. Und wenn du schlechte Beziehungen untereinander hast, wenn es im Team knirscht, dann kannst du nicht sagen, wir beten mehr. Also beten ist immer ganz gut, aber manchmal wäre es auch besser, ihr holt euch jemanden rein und ihr lernt, wie man miteinander irgendwie gut redet. Yeah. Okay, das ist es verständlich, was ich hier meine, ja, so. In dieser Dreieinigkeit des Leiters, darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen, wie sehen die einzelnen Parts aus. Und was ihr jetzt in dieser ersten Session macht, ist einfach, ihr öffnet euch so ein bisschen den Horizont, wie sieht es aus, so ganzheitlich zu leiten. Und dann schauen wir nachher ein bisschen, wo stehst du eigentlich, also wo bist du stark und wo bist du vielleicht schwach. Und dann wäre meine große Ermutigung, arbeite in dem Fall da, wo du schwach bist, weil es erweitert deine gesamte Leitungskapazität enorm. Also wenn du schon der geistige Überflieger bist, dann ist das nicht dein Problem. Sondern lern mal, wie tue ich irgendwie sauber Feedback geben oder irgendwie sowas. Okay, der erste Punkt hier oben, geisterfüllt leiten. Das heißt, wir leben gottzentriert und leiten geisterfüllt. Wir leben aus einer tiefen Gottesbeziehung raus. Wir leben Spiritualität, die zu uns passt, nicht die uns irgendjemand aufgebürdet hat, weil alle in der Gemeinde das so machen, weil alle im Gebetshaus das so machen, sondern wo du entdeckt hast, das ist mein Gotteszugang, so lebe ich meine Gottesbeziehung und das darf nicht sein, was eine weitere To-Do auf deiner Liste ist, sondern das muss das sein, aus dem du lebst. Also, auch wenn dieses Beispiel sicher schon ein bisschen überholt ist, aber ganz, oder schon oft gesagt wurde, aber ganz viele haben das Gefühl, Leitung im Reich Gottes hieße, dass Gott so seinen Segen durch dich durchrauschen lässt. Ja? Und dann höre ich auch Gebet, wie Leute beten, Gott, mach mich zu einem Kanal deiner Liebe. Ich will kein Kanal der Liebe Gottes sein. Ich will auch kein Kanal der Kraft Gottes sein, wo seine Kraft durchfließt, weil danach ist dieses Rohr leer. Sondern ich will jemand sein, der voll ist, ja? Und wo Gott sich reingießt, und dann bin ich voll und dann laufe ich über, das ist mein Dienst. Und wenn ich aufhöre zu geben, bin ich immer noch voll. Ja. Dieses Bild hat jemand gebraucht, Bernhard von Clairvaux, das ist schon 700, 800 Jahre her. Nee, mehr sogar, fast 800, 900 Jahre her. Und ich liebe dieses Bild, weil das ist gesunder geistlicher Dienst. Nicht, du läufst auf dem letzten Tropfen und den investierst du auch noch in die Kirche, sondern es ist, ich bin so voll, es wäre unmöglich, nichts zu geben.
und mein Dienst ist der Überfluss. Das heißt nicht, dass es manchmal als Leiter richtig hart ist, dass du brutal viel arbeiten musst, dass es und so weiter. Das heißt es nicht, aber das heißt, dass insgesamt dein Leben aus einem Überfluss, aus einer Fülle rauskommt. Mein Becher fließt über. Und wir als Leiter, das ist die wichtigste Aufgabe vielleicht, dass wir dafür sorgen, dass wir voll sind von Gott, dass es uns gut geht mit Gott, dass wir verliebt sind in diesen Gott. Was heißt es konkret? Das heißt konkret, dass wir lernen, Johannes 15 zu leben, ja, Weinstock und Reben, wir bleiben an ihm dran, weil nur dann bringen wir Frucht. Und es sieht bei jedem von uns anders aus. Wir haben kein Seminar jetzt über Spiritualität. Ich sage einfach nur, kümmere dich darum, dass dein Leben mit Gott vibrant ist. Dass du brennst, dass du ihn erlebst. Und das ist die wichtigste Priorität als geistiger Leiter, dass das lebt. Und im Gebetshaus ermutigen wir unsere Leute, wir sprechen davon, eine Lebensregel zu setzen. Das ist das, was wir sehr flächendeckend einführen wollen ab dem neuen Jahr. Das ist ein alter Begriff von den Mönchen. Eine Lebensregel ist quasi, das kommt von wie so Wein hochwächst an so wie nennt man das, so ein Gitterding. Das heißt, ich setze mir einen Rahmen, an dem ich optimal wachsen kann. Und jeder lernt, sich eine Lebensregel zu setzen, heißt, ich schaue, was tut mir gut und wie kann ich meine Gottesbeziehung leben in meinem Umfeld, weil ich kann es nicht so wie mein Pastor oder wie der oder der, aber was kann ich tun? Also, wo nehme ich mir Zeit mit Gott? Wie funktioniere ich auch im Gebet? Wie baue ich Sachen wie Bibellesen, Fasten und so weiter ein und bastel mir sozusagen eine eigene Regel, nach der ich lebe und wo ich Gewohnheiten entwickle, die mir einfach gut tun. Und das ist so wichtig und wir werden nachher über Selbstführung sprechen, aber ich sage das jetzt schon mal, du bist dafür verantwortlich, wie deine Gottesbeziehung ist. Und wenn ich so sage, du musst brennen und so weiter, sage ich nicht, dass es immer nur happy clappy ist. Es gibt auch sowas wie eine dunkle Nacht der Seele und so, also Zeiten, wo Gott uns manchmal durch Zeiten führt, die sich irgendwie nicht so toll anfühlen. Und das ist okay. Aber wenn du 10 Jahre in der dunklen Nacht der Seele läufst, dann ist irgendwas schief gegangen. Wenn ich weiß, dass die dunkle Nacht der Seele ist, hört irgendwelche Predigten von mir an. Aber da geht es jetzt erstmal darum, was lebe ich? Also wie lebe ich meine Gottesbeziehung? Jetzt die Frage, wie leitet jemand, der aus der Gottesbeziehung raus leitet? Und das will ich einfach mal ganz praktisch machen. Zum Beispiel, ich finde es enorm wichtig, dass wir es schaffen, wenn wir zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern uns treffen, wenn wir irgendwas haben, dass wir immer, ich nenne das spirituelle Momente einbauen. Ich nenne das spirituelle Momente, weil ich das schöner finde als Gebet. So, als Christi müssen wir noch zusammen beten. Und ich würde euch auch ermutigen, da bin ich ganz neu ermutigt selber, das immer am Anfang zu machen. Also gerade bei Meetings, wo es um was geht, ist es das Dümmste eigentlich, dass man ewig redet und zum Schluss sagt, Herr, segne unsere Pläne. Und spirituelle Momente muss nicht heißen, dass man jedes Mal eine riesige Gebetszeit hat, sondern dass man Raum schafft, als Leiter zu sagen, hey, wir arbeiten hier an diesem und jenem Projekt, aber wir sind in erster Linie Menschen, die Gott lieben. Zum Beispiel jetzt letzten Samstag hatten wir immer so im Gebetshaus quartalsweise so ein Strategietreffen, das ist so ein ganzer Samstag, vormittags im Kernleitungsteam, da haben wir am Anfang halt einfach, keine Ahnung, 20 Minuten eine Gebetszeit genommen, relativ klassisch. Und dann haben wir angefangen und am Mittag kam ein Bereichsleiter dazu und wir haben einfach mit dem Abendmahl gestartet und einfach Jesus angeschaut und einfach ihm gedankt. Und wir haben nicht mal gebetet, dass Gott uns segnet, sondern wir haben einfach einen Moment geschaffen, wo wir merken, deswegen machen wir das eigentlich. Ja. Und als Leiter bist du dafür verantwortlich, dass in deinem Team, und das ist völlig egal, ob du ein Technikteam leitest oder das keine Ahnung, Predigerteam leitest oder ob du was auch immer leitest, dass du Raum schaffst, wo Menschen Gott begegnen. Gerade wenn du jemand bist, der auch freigesetzt ist, also angestellt oder wie auch immer, das betrifft jetzt wenigstens von euch, aber es ist noch wichtiger, weil die Ehrenamtler haben gar nicht so viel Zeit und Möglichkeiten und du schaffst ihnen Raum, wo sie nicht nur arbeiten, sondern wo du sagst, hey, das Wichtigste ist Gott. Ich würde richtig ermutigen als Leiter, dass du fastest und betest, auch wirklich nicht nur für dich, so, ah Gott, ich brauche mehr, sondern du fastest und betest für deinen Dienst. Also so aus dem Neuen Testament raus glaube ich nicht, dass es optional ist. Und am besten auch, wenn du eine Leitungsgruppe leitest, gemeinsame Fasten- und Gebetszeiten. Bete für deine Mitarbeiter und auch für deine Vorgesetzten. Finde ich immer ganz gut, der zweite Part.
Es ist ein Riesenunterschied. Also natürlich sagen wir alle, wir beten für unsere Mitarbeiter, aber jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, wir sind ja unter uns. Wann hast du das letzte Mal für deine Mitarbeiter wirklich gebetet? Wenn du mit Menschen arbeitest, da gibt es so viel Frustpotenzial. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle fest, Menschen sind spannend. Und es tut mir unglaublich gut, meine Listen zu nehmen und dann bete ich die Leute durch und es dient denen auch, dass ich für die bete, aber ich habe das Gefühl, das meiste, warum ich das mache, ist für mich, weil ich kriege den Blick Gottes über ihr Leben. Und wenn du frustriert bist über deine Mitarbeiter, dann liegt es nicht in erster Linie an deinen Mitarbeitern, sondern dann musst du neu mit Gott über deinen Mitarbeitern connecten. Und sie sehen, wie Gott sie sieht. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ein geisterfüllter Leiter, jemand, der geistig leitet, der den Tempel Gottes baut, der kann nicht einfach nur Management-Tools anwenden, sondern der muss auf Gott hören. Also wir müssen Menschen sein, die empfangen von ihm, was sollen wir tun. Und es sind manchmal ganz schlaue Gedanken von Gott und manchmal auch ganz verrückte Gedanken von Gott. Aber wir leben aus einer Abhängigkeit raus. Wir haben es nicht im Griff. Und wir bauen nicht unser Reich. Ich baue nicht mein Unternehmen auf, sondern ich baue Teil im Reich Gottes. Und deswegen muss der Chef sagen, was er will. Und ich muss Raum geben, dass es völlig normal ist, wir hören auf diesen Gott. Und deswegen brauchen wir auch persönlich als Leiter so Zeiten, wo wir uns zurückziehen, wo wir Gott neu suchen, wo wir Weisung für uns und auch für die Organisation kriegen, die wir eben leiten oder die Gruppe. Also brecht das immer ein bisschen auch auf eure Größe von was ihr leitet unter. Also das, glaube ich, gilt auf jeder Ebene und in jeder Ebene ist die Verantwortlichkeit vielleicht verschieden groß oder klein, aber die Prinzipien gelten. Ist es verständlich, was ich damit meine? Ja, ein geisterfüllter Leiter lebt eine Spiritualität für sich zwischen Gott und führt auch auf eine Art und Weise, dass Gott in allem drin ist und in seinem Umfeld Menschen bei der Technikschulung doch irgendwie noch ein Gotteserlebnis haben und nicht nur gebrieft sind, wie sie den Schalter rumdrehen. Wobei das auch wichtig ist, dazu kommen wir noch. Okay, wenn wir anschauen, was ist emotionale Gesundheit, ist, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir als Leiter einen absoluten Fokus auf haben, wir verändern uns im Innern und wir wachsen im Charakter. Ich hatte jetzt 5 Tage eine Vorlesung über Selbstführung und die ersten 2 Tage hat der Dozent gesprochen über Tugenden. Also mir ging es ähnlich wie dir, ich konnte damit erstmal nichts anfangen. Tugend ist so ein ganz altes Wort. Im Prinzip auf Charaktereigenschaften. 2 Tage darüber gesprochen, wie wir Charaktereigenschaften entwickeln können. Und wer wir sind, prägt am allermeisten. Ob du einen guten Charakter hast, ob du emotional gesund bist, ob du im Inneren wirklich verändert bist und dich weiter veränderst, ist so wichtig. Es gibt so viele Personen, die gefühlt sich in den letzten 3 Jahren nicht unbedingt weiterentwickelt haben von ihrem Inneren. Und als Leiter ist inneres Wachstum nicht eine Option, sondern du musst wachsen. Du hast Leute, Mitarbeiter um dich herum, Leute, denen du dienst, Besucher, die kommen, die wollen sich nicht verändern, das ist okay, kannst nichts machen. Aber du musst dafür sorgen, dass du wächst und dass dein innerer Mensch immer größer ist als dein äußerer. Was heißt es? Das heißt erstmal, dass du aus einer gesunden Selbstwahrnehmung rausführst und dass du gelernt hast, dich selbst zu führen. Darüber spreche ich nachher. Es ist wichtig zu wissen, wer ich bin, also Selbstklärung. Dazu sage ich nachher auch noch ein paar Sätze. Also es gibt ja fast nichts Schlimmeres als einen unsicheren Leiter. Oder? Also wo du spürst, der weiß nicht, wer er ist, der ist nicht geborgen in der Liebe Gottes, der ist nicht gewurzelt in seiner Identität und der multipliziert es in die Gemeinde und sucht die ganze Zeit irgendwie. Das ist ganz, ganz schlecht, wenn ein Leiter so unsicher ist. Emotional gesund zu sein heißt, jeder Leiter hat die Verantwortung, sich mit seiner Vergangenheit und seinen eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Deine Familienkonstellation hat dich extrem geprägt. Deine Vergangenheit hat dich ganz stark geprägt. Wenn du nicht erkennst, was der Einfluss auf jetzt ist, wie in deiner Familie Atmosphäre war, wie in deiner Familie Entscheidungen getroffen werden, prägt mehr, wie du jetzt führst, als das Evangelium. Das ist so. Und du musst es anschauen, um es zu identifizieren und überhaupt zu merken, das, was du als normal erlebt hast, ist vielleicht gar nicht so normal im Reich Gottes. Und du musst dich auseinandersetzen damit. Und da gibt es ja schöne Tools auch. Also du kannst in die Seelsorge gehen, würde ich sehr empfehlen, das zu machen. In die Seelsorge geht man nicht, wenn man nur irgendwie gerade noch kurz vorm Ertrinken ist, sondern das ist einfach gesund, um zu sagen, ey, ich brauche jemanden, der mit mir mal Dinge anschaut.
Also auch da müssen wir die Schamgrenze ganz runterhängen. Also in die Seelsorge gehen jetzt nicht, oh, der hat ein Problem, da lässt du es jetzt, ich weiß nicht, aber da lässt du es jetzt in die Seelsorge gegangen, ja, da muss da was ganz schief sein bei ihm. Nein, er hat einfach bemerkt, ey, in keinem unserer Leben ist die Linie ganz wunderbar alles, oder? Wir machen bei uns im Gebetshaus, wenn ein neuer Leiter dazukommt, haben wir jetzt eingeführt, wir haben das dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, dass man 10 Minuten lang, also mit Timer, 10 Minuten erzählt man, was hat mich geprägt. Das ist ganz, ganz cool, weil man nicht nur irgendwie, ja, ich bin der und habe das gemacht und das studiert und jenes, sondern du zählst 10 Minuten relativ deep, oder wie deep du halt willst, aber das wird meistens deep, was hat mich in meinem Leben geprägt. Und was mir aufgefallen ist, bei allen Leitern bei uns im Gebetshaus, mir inklusive, erzählt man gar nicht so viel Glory-Story, sondern ganz viele Sachen, die ganz tief einen verletzt haben, geprägt haben, Verluste und Sachen. Und das hat uns geprägt und das muss man lernen anzuschauen. Ich mag den Ausdruck, sich zu lernen, sich dem eigenen Schatten zu stellen. Also, wir tun ja unsere schöne Seite nach vorne stellen, aber in uns laufen ja Motive ab, in uns laufen ja Dinge ab. Und wenn dir es nicht bewusst ist, kannst du nicht dran arbeiten. Meistens sehen die um dich rum das ziemlich genau, dass der das nur macht, um Anerkennung zu kriegen oder und so weiter. Aber wenn du es nicht merkst, dann kannst du es nicht bearbeiten von Gott, mit Gott. Was mir eine Riesenhilfe war, vielleicht dient es dem einen oder anderen auch, ist das Enneagramm. Das ist so eine Typologie, die hat mich quasi getötet. Macht keinen Test, sondern lest einfach die Bücher und dann findest du irgendwann einen Typ und denkst, Kacke, woher kennen die mich? Und dann liest du Richard Rohr und denkst, seitdem bete ich so viel, Herr, erbarme dich meiner. Ja. Und nicht negativ, sondern ich stelle mich dem, ich merke, was läuft in mir ab, ich kann es identifizieren, ich habe endlich eine Sprache dafür. Manche sind auch intuitiver mit sich selber irgendwie klären, ich brauche da irgendwie ein Tool. Gerade wir Männer brauchen meistens irgendeine Hilfestellung, dass wir überhaupt das benennen können, auch unsere Gefühle benennen können. Ich kenne wenig Leute, die gut ihre Gefühle benennen können. Fragen, wie geht's dir? Und du sagst, mir geht's gut. Das ist kein Gefühl benannt, das ist eine Bewertung. Kannst du sagen, wie du dich fühlst? Ein gesunder Leiter kann sagen, wie er sich fühlt. Ein Beispiel, also zu sagen, ich fühle mich gut, ist, ich bewerte das ja schon. Ich sage nicht, was ich wirklich fühle, ich sage, ich fühle mich gut. Also Quintessenz ist Summe, ich fühle mich gut oder ich fühle mich schlecht. Sagen, ich fühle mich schlecht, ist, ich bewerte das. Ich könnte aber auch sagen, ich bin gerade sehr traurig oder sehr zornig oder fröhlich oder was auch immer. Also wirkliche Gefühlsworte können wir ganz schwer benennen. Und wir haben meistens so ein Repertoire von 10 Worten, wie wir unsere Gefühle beschreiben können. Und es gibt so deutlich mehr. Und das zu lernen als Leiter ist ganz, ganz wichtig. Okay, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Okay, da gehen wir nachher drauf ein. Wie wirkt sich das nach außen aus? Also wenn du für dich nach innen gut sorgst, dann kannst du auch nach außen gesund führen. Das heißt, du kannst Mitarbeiter so führen, dass du die Mitarbeiter wirklich liebst. Und ich würde auch niemanden leiten lassen, der die Menschen, die er leitet, nicht liebt. Also Doppelgebot der Liebe ist eigentlich zentral, oder? Und wenn du die Menschen nicht liebst, die du führst, dann lass es bitte. Nach außen hin heißt, wir können gut kritisieren und kritikfähig sein, wir können mit Konflikten umgehen, wir können klare Grenzen setzen, wir leben eine gesunde Fehlerkultur. Das heißt, wir leben, da haben wir eigentlich einen Schatz als Kirche, oder? Wir können aus einer vergebenden, versöhnenden Kultur raus leben eigentlich. Und das ist so wichtig, als Leiter einen Raum für Fehler zu lassen und gleichzeitig eben nicht, man kann jeden Fehler 400 Mal machen, sondern man lernt auch aus Fehlern, aber eine Kultur von Barmherzigkeit, wo wir uns annehmen. Wir schauen, dass wir um uns herum bereichernde, gute Beziehungen bauen. Und das fließt aber aus diesem Innen, wo du mit dir gesund bist. Also das ist ein großes Thema, ich reiße es nur an, dass ihr merkt, okay, vielleicht soll ich mich damit mal beschäftigen. Jetzt muss ich Gas geben. Wir gehen mal zu wirksam weiter. Also ein Leiter ist jemand, der fachlich kompetent ist und weiß, wie man führt. Das heißt, wie man Ziele setzt und sie erreicht. Wie man Menschen entwickelt. Und dann eben auch diese ganzen Tool-Sachen, also wie ich Meetings halte, wie ich und so weiter, wie ich organisiere. Und hier ist es so wichtig, und ich will das mal so ein bisschen ungeschminkt sagen, wir als Leiter müssen einfach Ergebnisse liefern.
Du bist als Leiter verantwortlich, dass Ergebnisse zum Schluss gut sind. Jetzt drücke ich es etwas frommer aus, dass Frucht entsteht. Das, was Jesus sagt, er hat uns berufen, dass wir Frucht bringen, und zwar viel Frucht, dass diese Frucht bleibt. Wenn du als Leiter 10 Jahre unterwegs bist und es entsteht keine Frucht um dich herum, dann läuft was falsch. Und wir sind da manchmal zu gnädig, hört sich falsch an, aber versteht ihr, wir sind manchmal da zu lässig, da läuft jemand rum und macht irgendwas und da entsteht gar nichts und wir denken, naja, nein, wir als Leiter sind verantwortlich, dass Frucht entsteht in unserem Bereich. Und ich sage nicht, dass es nicht mal eine Krise geben darf, dass es nicht mal was im Bach abgeht oder dass man mal versagen, das ist nicht der Punkt, aber wir als Leiter sind gerufen, wirksam zu führen, sodass am Ende ein Ergebnis bei rumkommt, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo Jüngerschaft passiert, wo Reich Gottes nach vorne kommt. Und wir sind verantwortlich, David will, glaube ich, noch ein bisschen was darüber sagen, nicht, oh, die Leute machen nichts, sondern wir sind verantwortlich. Und wenn du es gut machst, dann denken die Leute, sie haben es ohne dich gemacht. Das ist ja das Leid des Leiters. Wenn es schief läuft, bist du schuld. Und wenn es gut läuft, denken die Leute, wir haben es super gemacht. Aber du musst lernen, dich darüber zu freuen. Also Leiter wird man nicht, weil es schön ist. Also es ist schon schön, aber es ist auch hart. Anyways, das heißt, als Leiter, du musst ein Lernender sein. Ich würde jedem empfehlen, lies einfach die ganze Zeit Leadership-Literatur. Hör dir die ganze Zeit Leadership-Podcasts an, zieh dir die ganze Zeit Zeugen, einfach, dass du dich voll ballerst mit dieser Denkweise. Umgeb dich von Leuten, die so unternehmerisch denken, die nicht von Begrenzung her denken, die nicht immer klein, sondern also sei ein Lernender und geh jetzt bei Leuten in die Schule und sag, hey, wie machst du das? Wie kann ich da lernen? Wir haben beim dritten, also im November beim Leadership Training werden wir euch Literatur, Tipps und Sachen geben und genau. Dann ist natürlich wichtig, Leiterschaft lernst du eben nicht im Labor, sondern indem du es tust. Das heißt Praxis, du musst es umsetzen und auch, was wichtig ist, auch wenn wir Leiter ausbilden, ich hoffe, ich nehme dir nichts vorweg, aber wir müssen, man lernt Leiterschaft, indem man mehr Verantwortung bekommt. Also es ist nicht, manchmal haben wir gute Leute und die ballern wir noch mehr Aufgaben zu. Besser ist, du gibst ihnen mehr Verantwortung, weil da lernen sie zu leiten. Und wenn du merkst, ich will wachsen in Leitung und du hast bisher eine kleine Gruppe geleitet, dann strecke ich aus und schaue, wo kann ich was Größeres leiten, weil damit wächst du automatisch. Okay. Und dann lernst du einfach Tools. Zum Beispiel für uns im Gebetshaus, wir haben gesagt, wir wollen 3 Dinge, die jeder Leiter lernen soll bei uns im Gebetshaus. Erstens, situativ zu führen, darüber werde ich im November sprechen. Das ist für mich eines der besten Tools, weil es geht auf jeder Ebene, also wenn du 2 Leute leitest oder wenn du 2000 Leute leitest und es so simpel ist zu erklären und so unendlich tief ist zu leben und ich bin ganz am Anfang, das zu lernen. Aber das wollen wir als Tool nutzen, situativ zu führen. Wir wollen, dass jeder Management by Objectives versteht, das heißt, ich führe über Ziele. Also viele haben nie gelernt, das Ziele zu stecken und die dann auch zu erreichen, sondern man macht halt mal. Und dann kommt was dazu oder auch nicht. Und aber zu sagen, okay, im nächsten halben Jahr will ich in diesem Bereich das und das erleben und du kannst fast alles messbar machen. Also nicht nur, ich will so und so viele Leute oder so, sondern du kannst auch sagen, David hat letzten Monat gesprochen über Kultur. Du kannst Kultur messbar machen. Du kannst einfach sagen, okay, das ist unsere Kultur, das sind unsere Werte, die wir haben. Und jetzt gucke ich mein Team an und ich bewerte mal jeden einzelnen Wert zwischen 1 und 10, wie stark sind wir da. Und dann sagst du, okay, auf dem sind wir nur bei 3, mein Ziel ist in den nächsten 2 Monaten, will ich da auf eine 5 kommen. Oder wir schauen uns an bei uns im Gebetshaus unsere Sets, also unsere Live-Dinger, da kann man sagen, okay, man legt Parameter an und sagt, okay, wie gut ist es musikalisch zwischen 1 und 10, wie gut verstehen die sich untereinander, wie ist die geistige Atmosphäre darin, kann verschiedene Sachen und das bewertet man zwischen 1 und 10 und sagt, musikalisch ist es eine 1, okay, die dürfen noch nicht öffentlich spielen, nein, aber genau, und was können wir jetzt tun, damit wir da auf eine 5 kommen? Und dann sagst du, okay, oder auch in Coaching-Prozessen oder Mentoring sage ich das ganz gerne, wenn ich Leute frage, zum Beispiel in ihrer Gottesbeziehung, hey, wie, zwischen 1 und 10, wie ist deine Gottesbeziehung? Und wir klären ein bisschen, was 1 und 10 ist und dann sagen die vielleicht 5. Dann sage ich, okay, wie sähe deine Gottesbeziehung aus, wenn du auf einer 7 wärst? Was würdest du machen? Und dann überlegen sie. Und dann kann man das messbar machen und kann Ziel erreichen. Und eben, wir wollen, dass unsere Leiter lernen, das ist jetzt ein pädagogisches Wort, nicht von mir, achtsam kommunizieren. Und da sind auch viele Tools und Sachen drin, die man einfach lernen kann. Aber anyways, der Punkt ist, lerne Tools ohne Ende. Und wend sie an.
Was ich jetzt gerne noch machen will, ich glaube, ich rede schon viel zu lang, aber was ich jetzt noch gerne machen will, ist, man könnte sagen, wenn man hier so eine Skala machen würde, ja, und du würdest dich jetzt einschätzen, und das machst du jetzt gleich, meine Gottesbeziehung, also wie lebe ich meine Gottesbeziehung und wie stark lebe ich geisterfüllt zwischen 1 und 10? 1 wäre, ich habe eigentlich gerade überhaupt keinen Draht zu Gott und in meiner Leidenschaft zeigt sich überhaupt nicht, dass Gott irgendwie eine Rolle spielt, und 10 wäre, ich bin Mose. Also, ihr wisst, wie ich meine, ja? Ja? Emotional gesund, wie gut kenne ich mich, wie emotional gesund, wie wachse ich im Charakter und so weiter und wie führe ich auf eine Weise, dass ich wirklich Beziehung baue, Gemeinschaft baue. Eins wäre, ich bin quasi total sozial inkompetent, habe keine Ahnung, wer ich bin, und 10 wäre, wer hat das gut gemacht? Keine Ahnung, anyways, also ich bin sehr, sehr selbstreflektiert, ihr könnt euch, ja, wirksam wäre die Frage zwischen 1 und 10. 1 wäre, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie man leitet. Ich habe das nie gelernt, mir hat das niemand beigebracht. Ist nicht schlimm, aber ich muss das feststellen. Also ich habe gar keine Ahnung, wie führe ich überhaupt Menschen. Und 10 wäre quasi, also ich habe ich bin Crack Rochelle. Ich bin krasser Typ, ich kenne mich da komplett aus und so. Und versuch mal für dich zu bewerten, und das ist natürlich jetzt ganz, ganz subjektiv, aber es hilft trotzdem, weil jeder von uns füllt jetzt die Begriffe ein bisschen anders und für jeden ist auch eine 3 ein bisschen anders als für den anderen. Aber einfach mal nur für dich, schau mal, wie stark bist du, leitest du geisterfüllt aus dieser Gottesbeziehung raus? Weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, hier habe ich, sagen wir mal, eine 3, emotional gesund, dann würde ich sagen, oh, da bin ich ganz gut, eine 7 oder sowas. Und wirksam, da bin ich eigentlich auch gut, das habe ich viel gelernt, ich musste 1000 so Schulungen und Sachen machen, da bin ich da. Dann wäre das sozusagen deine Kompetenz als Leiter. Und wenn du die erhöhen willst, ist nicht der Punkt, dass du hier ein bisschen besser wirst, sondern wäre wichtig, hey, investiere mega in deine Gottesbeziehung, dass du hierhin kommst, weil das erweitert dein Gebiet am allermeisten. Ja? Also nimm dir mal einen kurzen Moment Zeit, wir haben ein paar Minuten, einfach intuitiv zwischen 1 und 10 mal jedes für dich zu bewerten. Und dann tust du dir auf deinem Zettel oder imaginär so dein Dreieck mal vorstellen. Jetzt hast du das mal, jetzt, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, fände ich es schön zu machen, lass uns 5 Minuten nehmen, wo du einfach mit deinem Nachbar kurz austauschst, was hat es mit dir gemacht, wo ist vielleicht deine Schlagseite, und dann die Frage, was machst du jetzt, um in dem Bereich zu wachsen? Ja? 5 Minuten, dann schließen wir 5 Minuten Pause an, ihr dürft auch gerne durchquatschen, aber um 10 mache ich hier weiter. Also ihr tauscht euch kurz aus, was wäre euer Ergebnis, was sind eure Gedanken, wo ist eure Schlagseite und was tut ihr, um sie zu beheben? Vielleicht sitzt du hier drin und sagst, Lukas, du hast jetzt eigentlich nur gesagt, mit was wir uns alles beschäftigen müssen und gar nicht was dazu gesagt, so viel. Ne? Also, aber das war der Punkt. Also uns zu zeigen, was sind eigentlich die Ebenen, auf denen wir uns als Leiter fortbilden müssen, und in so einem 40, 50 Minuten Vortrag kann man nicht sozusagen alles anschauen, sondern nur abstecken, das sind die Bereiche, und die Frage, wo stehst du und wie kannst du dich da weiterentwickeln, um dann zu sagen, ich will ein geisterfüllter, emotional gesunder, wirksamer Leiter sein im Reich Gottes und dann daran zu arbeiten. Wer trotzdem sagt, ich möchte mich ein bisschen mit beschäftigen, geisterfüllt gibt es natürlich ganz, ganz viel, also zum Thema, wie lebe ich meine Gottesbeziehung und so weiter. Ich mag das Buch von Mike Bickle, Im Gebet wachsen, das hat mir sehr geholfen, weil es einfach so wie ein Handbuch, da kann man auch einzelne Kapitel rausnehmen, einfach was einem Tools gibt, wie lebe ich mein Gebetsleben. Was ich auch mega gut finde, was ich extrem empfehle, ist Im Gebet wachsen, ein kontemplatives Leben im 21. Jahrhundert. Das sind 2 deutsche Autoren. Ist ziemlich mit das Beste. Bleiben wir mal bei so Basic-Sachen. Bei emotional gesund würde ich einfach Peter Scacero empfehlen. Mal so als Einstieg, um zu verstehen, über was wir da eigentlich reden, bei emotional gesund. Also zum Beispiel im Deutschen heißt es Glaubens. Riesenseelenzwerge, genau. Also so diese Dimension, dass manche. Glaubensriesenseelenzwerge heißt es im Deutschen. Also diese, ihr kennt alle solche Leute, die sind quasi geistlich hypermäßig gut drauf und hören Gottes Stimmen und sind krass unterwegs, aber irgendwie kann kein normalen Satz sagen und sich in jeder Gruppe fallen die auf. Ja, also da stimmt was nicht. Und er spricht darüber, wie können wir
geistiges Wachstum und emotionale Gesundheit, wie kann es zusammengehen? Und für Leiter, emotional gesund leiten, von Peter Scacero, finde ich ein ganz, ganz wertvolles Buch. Genau, und wirksam führen eben, da geht es um, je nachdem, was du lernen willst, such dir halt Material dazu. Was ich super gut finde, ist eben das situative Leiten, könnt ihr euch schon mal reinlesen, da spreche ich nächsten Monat drüber. Der Eine-Minuten-Manager ist das, ja, oder One-Minute-Manager. Für Leute, die richtig was auf den Kasten kriegen wollen, Fredmund Malik, Führen, Leben, Leisten. Das ist, wenn du jetzt ein Small Group leitest oder ein kleines Team, dann ist das Buch zu groß. Aber wenn du sagst, du leitest einen ganzen Bereich oder hast Hauptführungsverantwortung, liebe ich Fredmund Malik, systemische Führung. Genau, wie gesagt, wir empfehlen noch mehr, aber das ist einfach mal, dass ihr irgendwie so ein bisschen ein Gespür habt. Und das ist nicht eine To-Do-Liste, wo man abhakt, okay, geisterfüllt, check, emotional gesund, check, wirksam, check, sondern das ist, wo ich mein gesamtes Leben mit verbringen werde, da drin zu wachsen. Und je weiter wir gehen, desto größer wird auch unsere 10. Also am Anfang denkst du, oh ja, ich bin da ganz gut, ich bin auf einer 8 und dann lernst du mal Leute kennen, die gut führen können und du merkst, oh, vielleicht bin ich nur eine 4. Aber das ist okay, ja. Aber der Punkt ist nur, das zeigt mir für mich die Dimension, wie kann ich ganzheitlich führen, und wenn ich so lebe, dann führe ich auch ganzheitlich, und 60% von wer ich bin, ist, wie ich präge. Genau, jetzt gehen wir weiter und wir machen es ähnlich wie gerade eben, dass ich einfach nur die Felder öffne, in denen wir lernen müssen. Also heute ist eher so, ich gebe euch quasi Überschriften für die nächsten 3 Jahre Hausaufgaben. Ich hoffe, das ist okay, aber mir war wichtig, einfach mal die Dimension zu zeigen, um was geht es bei Führen. Und jetzt sprechen wir eben über Selbstführung. Und auch da haben wir natürlich, ich habe jetzt noch 25 Minuten offiziell, ich hatte jetzt gerade 5 Tage Vorlesung dazu. Also genau, ja, wird sportlich. Aber vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, warum überhaupt mit Selbstführung beschäftigen will. Anselm Grün sagt es, wer führen will, muss sich erst selbst führen können. Und er ist nicht der Erste, der das sagt. Ich habe das Zitat von ihm genommen. Ähnlich formuliert findet man das bei Peter Drucker oder Peter Drucker, wie die Amis sagen. Oder auch schon bei Benedikt von Nursia oder so. Das ist ein Grundprinzip, wenn du dich selbst nicht gut führen kannst, wirst du andere nicht führen. Und je mehr Führungsverantwortung du hast, desto stärker wirkt sich das aus auf, wie du andere führst. Deswegen ist es absolute Kernkompetenz, dass du lernst, dich selber zu führen. Und was meinen wir mit selber führen? Da gibt es oft viel Durcheinander. Da reden, wenn ich jetzt sage Selbstführung, dann denken manche nur an Zeitmanagement. Oder Selbstmanagement oder haben verschiedene Überlegungen. Und im Prinzip für alle Leute, die wie ich sind, die gerne ein Schema haben, also kann es so darstellen, das hier wäre das Zeitmanagement. Dann gibt es sowas, das nennt man Selbstmanagement. Und dann gibt es etwas, das nennen wir Selbstführung. Mit anderen Worten, Selbstführung beinhaltet die anderen Punkte, aber ist eben nicht synonym. Zeitmanagement geht es einfach darum, hey, wie kriegst du deine Zeit so organisiert, dass es gut passt, dass du vielleicht effizienter wirst an Punkten. Und da gibt es schöne, viele tolle Tools. Ich stelle euch auch das älteste und beste Tool nachher vor, was es gibt auf dieser Welt. Das Einzige, was auch verbindlich ist für alle Menschen auf dieser Welt. Jetzt steigt die Spannung. Selbstmanagement geht mehr darum, auch jetzt habe ich diese Aufgaben oder ich muss das erreichen, wie organisiere ich mich, also meine To-Dos, meinen Arbeitsplatz, meine Arbeitsmethodik und so weiter, dass ich da hinkomme. Da geht es aber immer noch darum, Ziele, die dir vorgegeben werden. Selbstführung geht darum, da ist niemand, der dir die Ziele vorgibt, sondern du willst irgendwo hin und musst dich selber so führen, um da hinzukommen. Das ist Selbstführung. Und darüber will ich ein bisschen sprechen, weil als Leiter, je mehr Verantwortung wir haben, desto mehr müssen wir selbst uns führen und du hast niemanden mehr, der dir sagt, mach das, und du musst nur noch organisieren, wie kommst du da hin. Also ich muss das seit Jahren machen, weil mein Chef mehr oder weniger Jesus ist. Und der gibt sehr unkonkrete Arbeitsanweisungen.
Ja? Das heißt, ich muss mich extrem selber führen, dass mein Leben funktioniert. Und wir haben sicherlich unterschiedlich in unserem Umfeld, in unserem Kontext gerade, wie viel Selbstführung du brauchst und wie viel Fremdführung du hast. Das ist weder gut noch schlecht, aber viele von uns sind auch in Arbeitsplätzen, da musst du dich selber nicht führen, sondern da wird dir gesagt, also du bist halt in dem Ding und das muss jetzt erledigt werden und dann machst du das halt. Da brauchst du keine Selbstführungskompetenz. Je mehr Verantwortung du hast, desto mehr Selbstführungskompetenz brauchst du. Und um dich persönlich weiterzuentwickeln und dein Leben voranzubringen, hat jeder die Aufgabe, sich selber zu führen. Deswegen ist es nicht nur ein Leitungsthema, sondern für alle Menschen. Aber gerade bei Leitern wirkt es halt auch aus, wenn du einen Leiter hast, der sich selber nicht führen kann, werden die, die er führt, das würde im Chaos enden. Und er wird ständig unter Stress sein, ständig zu viel haben. Und manche denken, es wäre noch ein Zeichen von Geistlichkeit. Dass ich die ganze Zeit viel zu tun habe und ich bin so wichtig und die ganze Zeit. Hey, das zeigt einfach, du lebst nicht gesund. Also ein guter Leiter, also jeder Leiter, der viel Verantwortung hat, hat diese Phasen, wo er einfach zu viel hat, wo es brutal viel ist. Und es ist, aber wenn es dein Lebensstil ist, dann führst du dich schlecht. Das ist kein Zeichen davon, dass du gut unterwegs bist. Jesus hatte eine Menge zu tun, musste eine Welt retten und so. Er war nicht die ganze Zeit gestresst. Okay, ich werde euch heute ein bisschen jetzt mit reinnehmen, was ist Selbstführung? Und ich halte mich da so ein bisschen an Thomas Harry. Von der Kunst, sich selbst zu führen, dieses Buch, kennen vielleicht einige. Ich liebe das Buch, mein Pastor findet es nicht so gut, aber ich liebe es. Weil, das wollte ich schon immer mal sagen, mein Pastor liebt mehr so Bücher, da steht auf 3 Seiten, was man machen muss. Ich mag Bücher, die tiefer sind, die reflektierter sind. Oh ja, aber er hat nachher auch 90 Minuten zu reagieren, ich bin gespannt. Genau. Ich schätze es sehr, weil es auch theologisch gut reflektiert ist und weil es nicht nur darum geht, eben jetzt einen Quick-Fix-Ansatz, sondern das Buch kann man immer wieder auch lesen, um zu gucken, wie führe ich mein gesamtes Leben und ist eben auch nicht nur für Leiter. Und er gebraucht 4 Begriffe, um zu definieren, was ist überhaupt Selbstführung. Und der erste Begriff, den er verwendet, ist Selbstverantwortung. Das erste, und es ist ein grundlegendes Modell, dass Selbstführung beginnt damit, dass ich die Verantwortung für mich übernehme. Und er sagt, meistens, wenn Menschen sich schlecht führen, ist das die Wurzel, dass sie nicht wirklich Selbstverantwortung übernommen haben. Und damit startet Selbstführung. Und er definiert das, Selbstverantwortung, als ich bejahe die Verantwortung für mein Ergehen und Verhalten in allen wesentlichen Bereichen meines Lebens. Klingt erstmal ganz nett, aber was er sagt ist, du bist für dein Leben verantwortlich. Für deine Beziehungen, für wie es dir geht, wie du dich fühlst, für wo du hinläufst. Du bist verantwortlich für dein Leben. Und dieses Grundprinzip zieht sich bei ihm auch durchs Buch durch, dass es immer wieder an den Punkt kommt, hey, wenn du nicht die Verantwortung dafür übernimmst, dann kommst du nicht voran. Wir gehen da nachher noch ein bisschen drauf ein. Aber er kommt her da von einem Menschenbild aus Genesis 1 und 2, wo Gott den Menschen macht, um Einfluss zu nehmen, zu herrschen und so weiter. Und dann setzt er ihn in den Garten. Also was war das Erste, was ein Mann gemacht hat? Sitzen. Finde ich ganz witzig. Er setzt ihn in den Garten. Habe ich neulich entdeckt. Um zu bewahren und zu bebauen, also um zu schützen und zu gestalten. Das ist der Grundauftrag des Menschen. Er gibt dir einen Verantwortungsbereich, in dem Fall dein Leben, deine Emotionen, dein Körper, deine Zeit, deine Ressourcen, die du hast, dein Umfeld, was du hast. Und du bist verantwortlich, das zu schützen, zu bewahren und zu gestalten. Und er hat dir Vollmacht gegeben, zum Beispiel Adam hat dann die Tiere benannt, Dinge zu ordnen, zuzuordnen. Also er hat uns Vollmacht gegeben, unser Leben zu führen und das wird nicht aufgehoben nach dem Sündenfall. Auch im Neuen Testament spricht Paulus immer wieder an Leiter und sagt, hab Acht auf dich selbst. Also kümmere dich um dich selbst. Du bist verantwortlich als Leiter, wie es dir geht. Du bist verantwortlich für dein geistliches Wachstum. Du bist und das ist nett, so mal die ganze Last auf sich zu nehmen. Und es zieht sich die Bibel durch, zum Beispiel mehr als alles behüte dein Herz. Nicht der Herr behütet dein Herz. Du behütest dein Herz. Du kannst nicht bestimmen, was dir passiert, aber du kannst immer bestimmen, wie du damit umgehst.
Und das ist so das Grundding. Und da möchte ich euch ermutigen, mal ganz bewusst, das schreibst du als To-Do auf, geh mal ganz bewusst dein gesamtes Leben durch dein Innen und dein Außen und sag bewusst zu jedem Ding, ja, ich übernehme die Verantwortung. Für meine Finanzen, für meine Gesundheit, für meine Beziehungen, für meine Gedanken, für meine Gefühle. Ich bin verantwortlich dafür. Für meine Zukunft. Ich freue mich schon auf den Tag, da werde ich darüber sprechen. Gott hat keinen Plan für dein Leben. Auf die Predigt freue ich mich schon ganz arg. Ja. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben, aber du bist verantwortlich, Schritte zu gehen. Viele sitzen da und sagen, ja, Gott hat mir nichts gesagt, was ich machen soll. Ich habe nicht den nächsten Schritt von Gott bekommen, deswegen sitze ich noch 4 Jahre weiter rum. Nein, du bist verantwortlich, nach vorne zu gehen. Gott führt dich, Gott leitet dich in dem Sinne, dass er mit dir ist in dem Ganzen. Aber er wird dir nicht bei jeder kleinen Sache sagen, Anweisung vom Himmel, Engel Gabriel kommt und sagt dir, was zu tun ist. Also wenn du als Jungfrau schwanger wirst, dann kommt ein Engel. Aber ansonsten nicht, versteht ihr? Ja. Ich finde noch Männerbeispiel. Also verstehen wir den Punkt, ja? Als Leiter, wir übernehmen Verantwortung für unser Leben und dann können wir uns erst selbst führen. Ich gehe da ein bisschen durch, aber das ist wirklich, wenn ihr nur das mitnehmt heute und das anfangt umzusetzen, konsequent zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, das ist schon viel gewonnen. Selbstklärung ist ein nächster Begriff. Er sagt, um sich selbst zu führen, musst du wissen, wer bin ich, was kann ich und wohin will ich? Also wer bin ich? Die Frage nach Identität, was kann ich? Die Frage nach meinen Stärken, Fähigkeiten, Gaben und was will ich? Wohin will ich? Wie will ich mich einbringen? Er definiert es folgendermaßen, er sagt, ich verschaffe mir Klarheit darüber, wer ich bin, was mir wichtig ist und wie ich mich hilfreich einbringen kann. Und deswegen meine Frage, weißt du, wer du bist? Kennst du deine Identität? Weißt du, wie Gott dich sieht? Bist du darin gewurzelt und gegründet? Wenn nein, dann fang da an, weil wenn du nicht eine starke Identität hast, wenn du nicht weißt, wer du bist, dann kannst du dich selber nicht führen. Weißt du, was deine Stärken sind? Weißt du, was deine Fähigkeiten sind? Er schlägt auch vor, ich mag das in dem Buch sehr, er nennt es so ein Stärken-Puzzle zu erstellen. Ich habe nicht die Zeit, sonst würde ich euch das kurz zeigen, aber die Zeit arbeitet gegen mich. Das heißt, dass meine geistigen Gaben, meine erlernten Fähigkeiten und auch meine Dinge, die ich von Geburt an mitbekommen habe, so darzustellen, dass ich das wie in einem Schaubild habe. Und das ist so hilfreich, weil die meisten von uns haben irgendwelche Gabentests gemacht und dann kommt raus 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und das hilft fast gar nicht. Weil da können zwei Leute dieselben 1, 2, 3, 4, 5 haben und sind zwei komplett unterschiedliche Leute, die haben nichts miteinander zu tun, so von wie sie sind. Und deswegen, also ich ermutige euch nur Harry zu lesen, deswegen, du musst dir klar werden darüber, was kann ich und dann feier alles, was du nicht kannst. Und verschwend nicht deine Zeit, also ich habe nicht den Anspruch, Worship-Leader zu werden und die Massen zu begeistern, das ist nicht meine Setzung. Ich kann sowieso nur zwei Sachen und die mache ich. Und alles andere suche ich mir Leute um mich rum, die mich auffangen, was ich alles nicht kann. Also das war jetzt über Stärken, nicht über Charakter. Ja, wir müssen das trennen. Dann beim Charakter bitte arbeite an deinen Schwächen. Oh je. Ich gehe einfach weiter. Das nächste, was er sagt, ist Selbstfürsorge. Jemand, der sich selbst führt, der sorgt für sich. Das heißt, ich kümmere mich um mein eigenes Wohlergehen. Hab Acht auf dich selbst. Weder dein Pastor, noch dein Ehepartner, noch irgendjemand anders ist für dein Wohlergehen verantwortlich. Dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, wir schauen uns ja an, was das heißt, ist dein Job. Er drückt es so aus, er sagt, ich sorge dafür, dass der Tank meines Glaubens, meiner Seele und meiner Lebensenergie ausreichend gefüllt bleibt. Ich sorge dafür. Und wie mache ich das? Spiritualität, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ja, also ich sorge dafür, dass ich voll bin von Jesus. Beziehungen zum Beispiel, ja, ich sorge dafür, dass ich ein Umfeld um mich herum habe, das mir gut tut. Also, dass du schwierige Menschen in deinem Umfeld hast, darum brauchst du dich nicht kümmern, die kommen von allein. Aber ich baue bewusst um mich herum ein Umfeld und investiere in ein Umfeld, was mir gut tut. Und das ist meine Verantwortung.
Und natürlich, ich weiß, Situationen sind manchmal schwierig, man zieht irgendwo hin und man hat Freunde. Also es gibt Lebensphasen, wo das herausfordernd ist, aber trotzdem, du übernimmst Verantwortung und sagst, ey, ich sorge dafür, dass ich Leute um mich herum habe, die mir gut tun. Freundschaften. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich irgendwie nur so Dienstbeziehungen habe und habe dann angefangen zu sagen, Gott, ich brauche Freundschaften und habe mich damit beschäftigt, überhaupt mal mit dem Thema. Ja? So Freundschaften, bisher habe ich sehr effizient gelebt und einfach nur Ziele versucht zu erreichen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche Freunde. Und war eine richtig schmerzhafte Ding, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt irgendwie im Rollstuhl sitzen würde oder querschnittsgelähmt in einem Krankenhaus liegen würde und nicht mehr was leiten würde, wen hätte ich noch? Und habe festgestellt, boah, ich habe gar keine guten Freunde. Und das passiert leider dann öfters und deswegen habe ich gesagt, dann muss ich umbauen. Und habe gebetet, habe mich damit beschäftigt und habe angefangen, in Freundschaften zu investieren. Jetzt habe ich 6 Freunde. Come on. Die wissen es nicht, aber... Okay, ich glaube, ich gehe weiter. Für deine seelische und körperliche Vitalität, du bist dafür verantwortlich und du sorgst dafür, dass es dir gut geht. Viele Leute, die viel Verantwortung haben, die können schon gar nicht mehr die Frage beantworten, was tut dir eigentlich gut? Und was tust du, was dir gut tut? Und wir sind da ganz unterschiedlich. Ich meine, es gibt Leute, die erholen sich bei der Gartenarbeit. Das ist für mich ein Phänomen. Also, aber für die ist es Erholung. Ja? Unfassbar, ja. Also was es gibt... Aber ich erhole mich zum Beispiel beim Lesen von Fachliteratur. Das verstehen auch manche nicht, komischerweise. Aber was tut dir gut? Ja? Welche gesunden Gewohnheiten entwickelst du dich, dass dein Tank voll ist, seelisch voll ist, dass es dir körperlich gut geht? Wie ernährst du dich? Wie Schlaf ist, was total gut ist. Als Leiter, Thomas Harry sagt, ist die höchste geistige Disziplin eines Leiters ist Schlaf. Fand ich interessant. Was meint er damit? Er meint damit, dass nur Leute, die permanent zu wenig Schlaf haben, sind Leute, die denken, sie wären so wichtig. Schlaf ist der tägliche Reminder, ich habe Grenzen und Gott baut sein Reich, auch wenn ich ruhe. Und wenn du nicht gelernt hast zu ruhen, dann denkst du, du wärst so wichtig, dass Gott nicht auf dich verzichten kann. Deswegen zelebriere deinen Schlaf. Oh, das war jetzt ein schönes Wort. Okay. Oh. Nee, ernsthaft. Also, das was wichtig ist. Es gibt keine Leiter, die über Jahrzehnte zu wenig geschlafen haben, schlechten Schlafrhythmus hatten, die irgendwie gesund durchs Leben gekommen sind. Das ist nicht so. Pausen einzubauen. Für mich WhatsApp-freie Zonen einzubauen. Also zu gucken, wie schaffe ich für mich, dass es mir gut geht. Bewegung, frische Luft, Sport, Ernährung, diese ganzen Themen. Du bist dafür verantwortlich. Und das letzte Thema, sagt er, ist die Selbststeuerung. Also wir hatten Selbstverantwortung, wir hatten Selbstklärung, wir hatten Selbstfürsorge, also ich kümmere mich um mich und jetzt Selbststeuerung. Da geht es um die ganzen Bereiche unseres Lebens, wie wir in unseren Beziehungen, Beruf, in unseren Aufgaben, in unserer Zeit, in allem, was wir tun, wie wir das steuern. Also viele so Tool-Sachen. Viele haben ja gar nicht mal ein System, wie sie ihre To-Dos verwalten. Ja, ich weiß nicht, wie man lebt so, aber schafft ihr sowas. Ja? Und was ich auch schön finde, er spricht dann darüber, wie man zum Beispiel seine Emotionen steuert. Und ich habe gedacht, das nehme ich mal als ein Beispiel raus. Also wie gehen wir mit unseren Emotionen um? Als Leiter hast du in der Regel, also bist du nicht so auf der Nulllinie der Emotionen die ganze Zeit, sondern du hast Momente, wo du himmelhoch jauchzend bist, gerade wenn man so ein emotionaler Mensch ist wie ich. Und dann hast du Momente, die echt wehtun, wo es sich echt runterzieht, wo manchmal auch gar nicht böse Menschen waren, sondern ich habe oft, wenn ich so richtige krasse Erlebnisse habe, wo es mega abgeht, danach bin ich so Elia in der Wüste. Kennt ihr das so? Ja? Gerade nach dem größten Sieg, wo es mega abgeht, hockst du da in der Wüste und denkst, oh, die Welt geht runter und alles ist schlimm. Ja, so bin ich manchmal. Und was mache ich, wenn ich irgendwie... Als Leiter wirst du manchmal so fies kritisiert, ja. Also so, wo du am liebsten, du wirst wütend und du würdest am liebsten dem eine reinhauen, ja. Also ich weiß, ihr habt solche Gefühle nicht, aber ich habe die. Und er sagt, ich muss lernen, meine Gefühle zu steuern. Und das Erste ist, ich stelle mich den Emotionen. Ich bemerke, dass sie da sind. Das machen schon ganz viele nicht. Weil als guter Christ darf ich ja nicht wütend sein. Darf ich ja nicht verletzt sein, darf ja nicht beleidigt sein.
darf ich ja nicht irgendwie jetzt traurig sein. Doch, weil du bist ein Mensch. Jesus war betrübt bis zum Tod. Es ist okay. Und sie festzustellen, zu merken, boah, ich bin jetzt hier gerade mega pissig und verletzt und meine Lieblingsbibelstellen sind die Rachepsalmen. Die Rachepsalmen. Und wir denken, es wäre geistlich, da kommt jemand und sagt dir was und wir denken, es wäre geistlich zu sagen, oh Herr, segne den und tu ihm Gutes und wie auch immer, aber dein Herz ist ganz woanders. Es ist viel geistlicher zu sagen, Gott, ich wünschte mir, der rennt so richtig gegen die Wand oder Schlimmeres. Ja? Es ist viel gesünder. Also ich stelle mich eine Emotion und sage, sie sind da und dann übernehme ich Verantwortung für meine Emotion. Weil wenn ich etwas fühle, dann fühle ich es. Wenn du sagst, ja, ich fühle mich so, weil der andere war so zu mir, dann gehst du in eine Opferhaltung rein und du gibst dem anderen Macht über dich. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Das ist ein schöner Satz, habe ich von keinem Christen, aber der Satz stimmt trotzdem. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Wenn ich sage, weil der Simon so und so mit mir geredet hat und so und deswegen bin ich jetzt, ja und weil er so, dann habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf, wie es mir geht. Kann ich das nicht steuern, weil es hängt dran, wie er mit mir umgeht. Aber wenn ich sage, ich fühle mich jetzt so und ich übernehme Verantwortung dafür, dann kann ich das nehmen und dann halte ich es Gott hin und dann klage ich vor ihm und dann bearbeite ich das mit ihm und dann frage ich ihn, Gott, warum fühle ich eigentlich so krass? Also warum bin ich da jetzt eigentlich gerade so getriggert? Und dann geht es in eine Tiefe mit Gott und er rührt das an und ich kann lernen, Emotionen zu steuern. Das ist einfach nur das Beispiel von Selbststeuerung, jetzt am Beispiel von Emotionen. Aber du bist verantwortlich, du stellst dich dem und du lernst es zu steuern. Und da möchte ich euch empfehlen, falls ihr das nicht kennt, den Tagesrückblick oder das Examen oder das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit unter verschiedenen Titeln von Ignatius von Loyola. Das ist für mich eine der besten Anleitungen, seine Emotionen vor Gott zu bewegen. Also ich empfehle es jedem Menschen und jedem Leiter ganz besonders. Der Tagesrückblick oder das Examen, hat aber nichts mit einer Prüfung zu tun, oder das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit von Ignatius von Loyola. Das war ein guter Freund von Luther. Nicht. Wie? Genau, also dieses Gebetsform fungiert unter diesen drei Begriffen. Mache ich sehr mutig. Okay, jetzt habe ich noch ein paar Minuten, um ein bisschen so ein paar weiß gar nicht, was ich jetzt noch sage. Das ist schlimm. Ich mag dich ermutigen, schaff dir auf jeden Fall ein System, wie du dich selber organisierst. Ein sauberes Kalendersystem und irgendwie ein gutes System, wie du mit deinen To-Dos umgehst. Einigen von euch könnte die Alpen-Methode helfen. A-L-P-E-N wie die Alpen. Jeder Buchstabe steht für ein Ding. Könnt ihr einfach googeln. Ist ganz einfach zu verstehen und hilft. Ist einfach, wir haben oft ganz viele Aufgaben und dann erledigen wir irgendwie nur die Hälfte davon und manche wichtigen bleiben dann hängen und so. Und wie kriege ich meine Aufgaben sauber sortiert und gut abgearbeitet? Die Alpen-Methode finde ich ganz, ganz cool. Ich bin großer Fan von Wunderlist, aber ist egal, was du nutzt. Hab irgendein Tool, mit dem du deine To-Dos verwaltest. Was ich mache, ich lebe mein Leben im 6-Wochen-Rhythmus. Alle 6 Wochen nehme ich mir bewusst Zeit, wo ich mein Leben plane, wo ich die 7 Lebensbereiche meines Lebens anschaue, wo ich Ziele setze in diesen Bereichen und wo ich mir meine Gewohnheitsliste anschaue und überlege, welche Gewohnheit will ich in den nächsten 6 Wochen als Fokus nehmen. Damit führe ich mein Leben. Einfach nur, weil ich diesen Rhythmus habe. Alle 6 Wochen habe ich, das wiederholt sich alle 6 Wochen, ja, das 8-mal im Jahr, habe ich eine Zeit, checke ich meine Lebensbereiche durch, ich setze mir Ziele und ich sage, dahin möchte ich. Ich führe mich selbst, ich setze mir Ziele und überlege, wie komme ich dahin. Und dafür entwickle ich die Gewohnheiten, werde ich das machen, die und so weiter. Und jede Woche checke ich das, was heißt es für diese Woche. Du kannst es anders machen, aber hab ein System, wie du dich selber führst. Noch 2 Sachen. Das eine ist, als Leiter, wenn du dich selber führst, wirst du auch Jünger machen, die sich selber führen. Weil ganz viele Leiter bauen nur Leute um sich rum, die von ihnen abhängig sind. Ein guter Leiter baut Menschen um sich rum, die mündig sind. Die selbstständig unterwegs sind. Und das müsste immer unser Ziel sein. Also
Leute brauchen am Anfang manchmal mehr Anleitung, du musst sie sehr eng nehmen, aber das Ziel muss immer sein, dass die Leute in eine Freiheit kommen und dass, wenn du tot umfällst, es ihr Leben nicht so stark tangiert. Also sie sind dann traurig, hoffentlich, wenn sie sich freuen, hast du was falsch gemacht, aber prinzipiell, prinzipiell, dass sie ihr Leben so führen können. Oh ja. Okay, jetzt möchte ich euch noch das allerbeste Zeitmanagement-Tool vorstellen, was es gibt auf dieser Welt. Und für uns Christen ist es nicht optional. Das ist der Ruhetag. Das hat Gott als ein Bundeszeichen mit Israel eingeführt, vor ein paar tausend Jahren. Und es gab es damals nicht. Wenn man liest, was auch die Römer darüber geschrieben haben und so, ja, Seneca und andere, die haben sich darüber lustig gemacht, dass die ein Siebtel ihres Lebens damit verschwenden, nichts zu tun. Aber es ist ein Prinzip, was Gott eingeführt hat, und es wird begründet damit, dass Gott es so gemacht hat. Nämlich die Schöpfung hat er gemacht, 6 Tage, und dann hat er geruht und dann war sie vollendet. Nach 6 Tagen war die Schöpfung noch nicht vollendet. Warum? Weil Gott die Ruhe noch nicht geschaffen hat. Und was war der erste Tag des Menschen? Oder am 6. gemacht? Er hat gestartet mit einem Ruhetag. Wir leben aus der Ruhe, nicht für die Ruhe. Und Sabbat war für mich ein Thema, oder Ruhetag, Sabbat, wie du es nennen willst, war für mich ein Thema, da habe ich mich nie mit beschäftigt, außer jetzt angefangen, jetzt im letzten 12 Monaten etwa. Habe einige Bücher zugelesen und geguckt, wie setzt es in meinem Leben um. Und es ist eine unendliche Weisheit drin. Und wir Christen haben das irgendwie als gesetzlich rausgeworfen. Und deswegen ist mit der Beruf mit der höchsten Burnout-Rate ist Pastor. Sabbat ist ein 24-Stunden-Ruhetag, wo ich ruhe von meiner Arbeit und wo ich nur das mache, was mir gut tut. Wo ich auftanke bei Gott, wo ich gute Beziehungen lebe, wo ich mir was Gutes tue, wo ich ruhe und wo ich auch ruhe, das habe ich jetzt neu entdeckt, von der Gedanken an die Arbeit. Und wenn du so denkst wie ich, dann denkst du, ja, in meinem Leben geht es nicht, einen 24-Stunden-Ruhetag einzubauen. Dann hast du dasselbe Problem wie ich. Du denkst, du wärst so wichtig, dass du nicht mal 24 Stunden nichts tun kannst. Und natürlich, wenn du einen Ruhetag hast, dann musst du vielleicht auch gekocht werden und abwaschen. Das ist nicht der Punkt, sondern schaff einen Tag, wo du ruhst. Ich empfehle da von Volker Kessler, Der Befehl zum Faulenzen. Das ist ein super Buch, ich mag den, der Typ ist Mathematiker und Theologe, ich glaube, in beiden hat er einen Doktor. Und so schreibt er auf, auch. So auf 80 Seiten, kein Satz zu viel, solche Autoren mag ich. Ja. So, ja. Nicht wie der Harry, genau. Ja. Unglaublich. Aber du empfiehlst Gordon McDonald, was ich nicht verstehen kann. 300 Seiten auf, kann ich auf 10 Seiten zusammenfassen, was der sagt. Okay, das ist unser Battle über Ehrlich. Ich mag euch das wirklich ans Herz legen, euch da mal mit auseinanderzusetzen. Jesus hat den Sabbat nie abgeschafft, aber er ist Herr des Sabbats. Und wenn du sein Knecht bist, dann solltest du seinen Sabbat halten. Und im besten Fall, wenn es geht, ein Sonntag, weil das so ein Ruhetag in unserem Land ist, am einfachsten an einem Tag zu ruhen, wo alle ruhen. Für mich oder an David oder so, das ist manchmal ein bisschen komplizierter am Sonntag. Genau. Das ist das beste Zeitmanagement-Tool. Du kannst, alle anderen Zeitmanagement-Tools sind dem nachgeordnet, würde ich sagen. Wenn du anfängst, das konsequent zu leben, wirst du eine Ordnung, eine Ruhe und eine Kraft in dein Leben kriegen. Es wird dir unglaublich gut gehen. Ja, da kam jetzt unerwartet der Sabbat, gell? Aber der kommt jede Woche, da brauchst du dich eigentlich nicht drum kümmern. Okay, ich würde sagen, ich schließe hier. Es gibt natürlich zu allem, was ich heute gesagt habe, unendlich viel zu sagen. Mein Punkt ist heute einfach nur, ich wollte euch sagen, eine Person des Leiters sollte ein geisterfüllter, emotional gesunder, wirksamer Leiter sein. Und an diesen 3 Fronten arbeitet dein ganzes Leben. Und Selbstführung ist absolut wichtig. Und ich finde diese Zusammenfassung schön. Es geht darum, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich kläre, wer ich bin. Ich sorge für mich, Selbstfürsorge. Und ich lerne, mein Leben wirklich zu steuern. Und da kommen auch ganz viele Tools und Sachen und Dinge rein.